Hola Leute, willkommen zu einer neuen Folge Ivo von heute. Ah, Gott ey, jedes Mal, wenn ich mit diesem Monster aufhöre, muss ich lachen. Schaut euch mal, wer ich bin. Ich bin Behemoth, Leute. Ich bin Behemoth und das fuckt mich jetzt schon ab. Und wir haben noch ein viel, viel größeres Problem, denn ich habe heute... Warum habe ich ihn ausgewählt? Ich weiß nicht. Der ist jetzt neu dazugekommen. Da haben sie jetzt erst, glaube ich, ins Spiel reingetan. Ich weiß nicht, ob sie ihn überhaupt reingetan haben. Oh, oh. Oh, ist oh mein... Dieses Ding ist schon wieder aufgegangen. Leute, ich habe heute eine Geschichte zu erzählen. Nee, kein YouTube-Beef oder irgendwie sonst irgendein Quatsch. Das ist wirklich Sinnvolles und Cooles. Und heute, Leute, müsst ihr oder könnt ihr beweisen, dass ihr wirklich eine verdammt geile Community seid. Ich weiß, dass ihr eine geile Community seid, aber heute könnt ihr es auch mal anderen Leuten beweisen, als nicht nur mir. Weil von euch weiß ich schon, aber es gibt da jemanden da draußen, der es für euch auch wissen will. Und oh, das ist eine geile Überleitung von mir übrigens. Und zwar ist das ein deutscher Entwickler. Ein deutscher Indie-Entwickler hat mich angeschrieben. Und ich bin, also immer wenn sowas passiert, wenn ich auf... da sind sie schon alle. Lass mich bewegen. Wenn ich... Ah, das ist ja jetzt ein Scherz, oder? Das ist so dumm, dass ich Behemoth genommen habe, weil ich will über was reden und es wird mit dem Jungen einfach unmöglich. Okay, Leute, ich versuch's trotzdem. Also, der hat mich auf Facebook angeschrieben und gemeint, hey, könntest du irgendwie hier nicht für mein Spiel ein bisschen Werbung machen? Da läuft so ein Voting und das wird mich so unterstützen. Das wäre so lieb von dir, wenn du das machen würdest. Und ich habe da erstmal überlegt, weil... das Torwald... Und es ist schwer hier zu reden, während man kämpft. Aber bei solchen Sachen bin ich immer erst super skeptisch. Wenn Leute das von mir wollen, da freue ich mich mega. Weil ich meine, ich habe einen kleinen YouTube-Kanal. Es ist alles nicht so riesig groß. Ich kriege auch solche, ja, wie soll man sagen, Angebote irgendwie. Oder ja, so Leute, die einfach was von mir wollen. Das passiert ganz, ganz selten, dass eben sowas passiert. Und deswegen fühle ich mich super geehrt, wenn eben Leute dann letztendlich was von mir wollen. Aber... Da war ich erstmal so ein bisschen, naja, was hier mein Zuschauer, ich muss ja praktisch euch was verkaufen, was ich gar nicht kenne. Denn das Spiel ist Darkness Anomaly. Und da bin ich erst gar nicht drauf gekommen. Was ist nochmal Darkness Anomaly? Oh, ich stecke fest. Was ist nochmal Darkness Anomaly? Darkness Anomaly ist ein Horrorspiel, das ich mal vor, boah, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, vor einem Jahr oder so. Oh, die Arena ist übrigens, nee, die ist noch nicht da, ich dachte schon. Vor einem Jahr habe ich das mal hier auf dem Kanal ein Video zu gemacht. Nur eins, weil es war eben wirklich nur eine kleine, ja, noch nicht mal eine Beta. Es war wie so eine Grafik-Demo, kann man eigentlich sagen. Und es war wirklich super klein. Man konnte nicht viel machen. Und ich habe das Spiel einfach wieder vergessen. Also deshalb habe ich das wieder vergessen und wusste überhaupt nicht mehr, was Sache ist. Aber dieses Spiel ist gerade noch in der Entwicklung. Und ich, wie gesagt, ich hatte davon nichts mehr gehört. War ein bisschen verwirrt und bin dann irgendwie drauf gekommen, dass es dieses Spiel ist und dass da eben der Entwickler was von mir wollte. Und es ist schwer zu reden, wer man kämpft übrigens, ihr merkt das schon. Und er hat dann eben erzählt, dass da von der CryEngine ein Voting abläuft für ganz, ganz viele Indie-Entwickler. Und die können da ihre Spiele einsenden sozusagen und können dann von der CryEngine, ich glaube auch wahrscheinlich indirekt von Crytek, ist ja, ne, CryEngine kennt ihr ja, können dann von denen unterstützt werden. Da gibt es dann Cash und dann kann das Spiel finanziert werden. Und ich hätte da eben ein Video drüber machen sollen und ich war da erst wirklich, also, weil, wie gesagt, ich weiß noch gar nicht, wie das Spiel wird. Ich kenne ihn nicht, ich kenne den Entwickler nicht. Ich weiß nicht, wie das wird und wenn es jetzt endlich Crap wird, was natürlich nicht passieren wird und was ich auch nicht hoffe, aber sollte es passieren, dann stehe ich natürlich da und habe euch allen das Spiel praktisch verkauft und habe gesagt, Leute, helft dem mal, obwohl ich gar nicht weiß, wer er ist, was er macht. Also ich weiß, was er macht, aber ich weiß nicht, was das Spiel ist, ich weiß nicht, was dabei rauskommt und so weiter. Auf jeden Fall haben wir noch ein bisschen weitergeschrieben, hin und her geschrieben und ich habe dann irgendwie, glaube ich, schon fast irgendwie wollte das Gespräch irgendwie beenden, ich weiß nicht mehr, wie es war. Auf jeden Fall hatte mir nochmal erzählt, ja, hat mir so ein paar Screenshots auch geschickt, was ich super nett fand. Vielleicht kann ich die hier mal einblenden, ne? Was ich echt nett fand. Also das, da habe ich mich, ich habe mich gefühlt wie so ein Sponsor oder so ein potenzieller, keine Ahnung, mächtiger Mensch. Das war schon irgendwie ziemlich cool. So mal einmal das so mitzuerleben einfach, von der Sicht von, aus der Sicht eines Entwicklers. Und dann habe ich einfach beschlossen, okay, weißt du was, du bist super nett, ich glaube, das Spiel wird geil und vor allem, das ist halt ein deutscher Entwickler, Leute, es ist wird ein deutsches Horrorspiel. Und wann, was haben wir bitte für Horrorspiele hier in Deutschland? Wir haben halt eigentlich gar keins, also mir fällt spontan keins ein,
Und ich denke, sowas muss man unterstützen. Und deswegen werde ich das einfach unterstützen. Ich werde einfach mal ganz kurz erklären, um was es geht. Aber das war so die kleine Vorstory. Und übrigens, Leute, dafür, dass wir schon in der Arena sind, dass die zweite Arena ist, halten wir uns ganz gut. Und dafür, dass ich hier so viel laber, halten wir uns erst recht gut. Torwald kommt dir angeschnitten. Fick dich, Torwald. Und go. Und drauf. Jetzt muss ich kurz konzentrieren. Aber wir kommen gleich wieder dazu. Weil dann seid ihr gefragt, Leute. Seid ihr gefragt. Und ja, das wird ziemlich geil. So, pass mal auf. Bam. Also wir schlagen uns wirklich gut, muss ich sagen. Also es ist erstaunlich gut. Das war gerade sehr gut. Das war jetzt natürlich dumm. Und das war auch dumm. Torwald ist einfach ein Riesenproblem. Und ich krieg halt keinen gekillt. Das ist das Problem. Oh mein Shit. Oh mein Gott. Oh, warte bitte, please. Lass mich noch... Oh, da kann ich was essen. Das wäre jetzt wichtig. Ess doch! Alter, Behemoth, ist das denn ernst? Du bist so dick. Und du isst so viel. Aber das wolltest du jetzt nicht essen, oder was? Okay, ich habe immer noch ein Schild. Noch habe ich ein Schild. Aber wir haben, glaube ich, Carla im Gegnerteam. Und die kann das Schild wieder down machen. Aufpassen. Mach die Wand wieder hin. 2 Minuten 30 noch in der Arena. Warum? Weil ich dem keinen Schaden mache, ne? Dem Mongos. Ich versuch's nochmal. Ich versuche nochmal ein bisschen was zu machen. Aber, ey. Ich bin Phase 1. Was? Ja. Oh, ich hab ihn. Oh, ich hab ihn. Oh, ich hab ihn. Nice. Und wir sind fast Phase 2. Das Leben ist okay. Ist nicht gut, aber ist okay. So, Leute, wir haben nicht mehr viel Zeit. Und ich muss jetzt wirklich, ich muss das Thema jetzt ganz schnell zu Ende bringen. Ich habe ihm auch gesagt, er hat erst gemeint, vielleicht könnte ich ein extra Video machen. Ich habe gesagt, das mache ich nicht. Weil, wie gesagt, ich wusste gar nicht, was ich in einem extra Video mache. Also, ein Video nur über das Spiel. Weiß nicht, wie das dann, also, da, ich habe das Spiel ja praktisch das, was es gab, habe ich ja schon gespielt gehabt. Von daher wusste ich nicht, was ich da machen sollte. Auf jeden Fall, Leute, kommen wir jetzt zur Sache. Kommen wir jetzt zur Sache. Wir haben kurz Zeit. Es geht um Darkness, wie gesagt, Darkness Anomaly. Ich erkläre euch ganz kurz, was das für ein Spiel ist. Darkness Anomaly ist ein Horrorspiel, habe ich ja schon gesagt, von einem deutschen Entwickler, ganz, ganz wichtig. Und da seid ihr der Detektiv Nick Reeves. Ich hoffe, ich habe den Namen noch richtig in Erinnerung. Nick Reeves. Und dieser Nick Reeves geht, ja, der ist so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ist ein bisschen mysteriös, aber er ist dem Bösen auf der Spur. Die Frage ist natürlich nur, was ist das Böse? Das ist eines der Fragen in diesem Spiel. Wir werden es jetzt mal entwickeln, ganz kurz, bam. Das ist eines der Fragen im Spiel und man arbeitet sich dann so durch eine sehr mysteriöse, ich blende hier vielleicht ein paar Screenshots, eine sehr düstere, mysteriöse Welt. Es gibt eine Stadt, er hat mir geschrieben, es gibt Theater und so weiter, es gibt ganz viele Orte, es soll eine belebte Stadt sein. Brüll nicht rum, Behemoth, es soll eine belebte Stadt sein und creepy, es sieht creepy aus. Und dann ist man da als Detektiv und man kann wirklich Detektivarbeit machen. Also es ist in dem Beschreibungstext, den ich mir ein bisschen durchgelesen habe, stand was von wegen, dass man Leute befragen kann. Ihr kennt das vielleicht von Battlefield Hardline, das ist jetzt ein ganz, ganz schlechter Vergleich. Aber da da gibt es ja diese Option, dass man so eine Dienstmarke zeigt und die sich dann ergeben. Und das soll es ja auch geben. Nur das Ding ist, dass im Gegensatz zu Battlefield Hardline, was wirklich kein gutes Spiel war, dass sich hier die Leute sehr individuell verhalten. Also es kann sein, dass die komplett durchdrehen, dass die aggressiv werden, dass sie einfach, ja, Angst kriegen. Dasselbe kann natürlich passieren, wenn du die Waffe ziehst. Du hast eine Waffe, eine Pistole und so weiter. Und du musst dich dann so, ja, ganz vorsichtig durch diese sowieso schon gruselige Welt durchhangeln und schauen, dass du Antworten auf, ja, dieses Rätsel findest. Es sind viele Rätsel, so alles so ein bisschen, ja, ein bisschen, ja, es erinnert ein bisschen, hat bestimmt ein bisschen was von Outlast, wo man, ja, jetzt nicht unbedingt Detektiv ist, aber schon sich so durchpirscht und so durchsucht, Sachen rausfindet. Nur ich gehe mal davon aus, dass die Interaktion mit den Leuten der Fokus ist, hoffe ich mal, weil das hat Outlast überhaupt nicht gemacht und das wäre der Unsinn, übrigens Jäger. Und das wäre wirklich was ganz, ganz Neues, auch für die ganzen Horrorspiele. Das war das, was mich am meisten überzeugt hat an dem Spiel. Und wie gesagt, die Screenshots finde ich sehen verdammt geil aus. Ich hoffe, ich zeige hier ein bisschen was. Das sieht echt cool aus. Und er ist halt alleine an diesem Spiel. Das muss ich einfach mal vorstellen. Er ist alleine und entwickelt dieses Spiel. Und ich weiß das so ein bisschen aus eigener Erfahrung, weil ich studiere Design. Und da müssen wir auch im Fach CGI 3D-Modelle erstellen und so ein Zeug. Und das ist ein Aufwand. Ey, wirklich, Leute, es macht selten Spaß. Ich sag's mal so, es macht selten Spaß. Und es ist ein Monsterprojekt, auf jeden Fall. Und deswegen habe ich eben gedacht, unterstütze ich den. Kommen wir zur Sache.
Ja, das ist auf jeden Fall das Spiel. So grob, ganz grob erklärt. Aber was ihr letztendlich jetzt machen könnt, müsst ihr nicht. Aber was sehr, sehr lieb wäre und was ihm super helfen würde und was auch einfach geil wäre, wenn ich mit meiner Community was bewirken könnte. Das wäre so fett einfach. Eine Macht zeigen, Leute. Wir können jetzt mal ein bisschen Macht zeigen. Unten in der Videobeschreibung ist ein Link. Ja. Und wenn ihr da draufklickt, kommt ihr auf die Seite von der CryEngine. Also wie gesagt, nichts Dubioses. Das ist die CryEngine, die kennt glaube ich jeder. Und da ist dieser Indie Development Fund. Und da geht es wie gesagt um Geld. Und Leute, wirklich, es ist jetzt nicht so, dass das extrem viel Geld ist. Es ist nicht so, dass wir jetzt jemanden hier zum Millionär machen können. Aber es geht um sehr wichtiges Geld. Denn wenn man sowas alleine entwickelt, dann naja, kostet das sehr, sehr viel Zeit und man verdient ja erstmal kein Geld, weil das Spiel noch nicht draußen ist. Von daher, der Support ist halt auch überlebenswichtig, finde ich. Also, das habe zumindest ich das Gefühl. Weiß nicht, ob er das nebenbei macht. Ich glaube mal nicht, weil so ein Riesenprojekt musste... wo ist der Jäger? Musste halt konzentriert machen. Wir kommen gleich wieder zum Link. Aber davor... Ich habe es übrigens alles selber gemacht, alles abgecheckt, weil ich will nicht, dass ihr da irgendeinen Crap unterzeichnet oder sowas. Ich habe das alles abgecheckt, das alles safe. Und wie gesagt, Crytek, CryEngine und so weiter. Crytek sind ja die Entwickler, CryEngine ist natürlich die Engine. Aber die kennt ja jeder, von daher, da darf nichts sein. Aber wir kommen gleich wieder zum Ding. Jetzt muss ich mich konzentrieren, ja? Das war ganz gut. Wer nennt sich WASD und wer nennt sich vor allem, hier ist irgendwer USB 4.0, ich weiß nicht, wer das macht. Böse. Ganz, ganz böse, was die Leute gerade mit mir machen. Da ist USB 4.0. Ich muss Torwald holen, ich muss Torwald hier rausnehmen, ey. Kann ich mal Torwald bitte machen? Ich muss jemanden killen. Irgendwen. Ich mach zu wenig Schaden. Das könnte jetzt gut werden, das war gut. Und jetzt, komm schon. Ich muss hier weg. Die Arena ist down, ich muss hier weg. Ich muss, das gewinne ich nicht, das gewinne ich auf gar keinen Fall. Aber wir werden die Runde noch gewinnen, Leute, glaubt mir. Wir werden die Runde noch gewinnen. Auf jeden Fall, unten ist ein Link in der Videobeschreibung. Und da könnt ihr draufklicken. Wie gesagt, das ist alles freiwillig. Aber wie gesagt, das wäre halt wirklich eine Demonstration der Macht, Leute. Das wäre echt geil. Und wie gesagt, das würde ihn, glaube ich, sehr, sehr freuen. Da könnt ihr abstimmen. Da sind mehrere Spiele. Und wie ihr sehen könnt, sind also Votes. Also wenn ihr irgendwie das hier kurz nebenbei laufen lassen könnt. Wenn ich hier rede. Ich sag schon Bescheid, wenn es hier wieder in Kampf geht. Aua, lass mich in Ruhe. Das Monster greift mich an. Da könnt ihr abstimmen. Bevor ihr abstimmen könnt allerdings, und das ist halt ein bisschen nervig. Ich habe nur 48 Sekunden. 24 Sekunden, what the fuck? Müsst ihr euch anmelden und ich habe keine Zeit, müsst ihr euch anmelden und dann könnt ihr abstimmen. Leute, ich habe keine Zeit mehr. Ich verliere die Runde, das kann nicht sein. Wir müssen in den Kampf. Könnt ihr abstimmen und davor müsst ihr wie gesagt anmelden. Passt auf, dass ihr nicht den Newsletter aktiviert. Das solltet ihr auf gar keinen Fall machen, weil Newsletter zacken hart und ich muss in den Kampf. Das ist viel zu früh. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier noch machbar wird. Und dann stimmt ihr bitte einfach ein Like für Darkness Anomaly da lassen. Das wäre super cool. Und ich gewinne für euch jetzt diese Runde, Leute. Ich gewinne für euch diese Runde, glaube ich. Ich weiß nicht, schaffen wir das? Hier heilt jemand ganz schön gut. Ich glaube, das Panel. Und wie gesagt, kurz anmelden. Es dauert, ich glaube, 30 Sekunden habe ich dafür gebraucht. Dann klickt ihr da auf Darkness Anomaly, auf den Upvote, auf den Like. Und dann, die mit den meisten Likes werden dann eben unterstützt. Darum geht's halt. Und da... ich habe das schon gemacht, wie gesagt, ich habe dem sein Like schon gegeben. Und wenn das Spiel dann rauskommt, werde ich das natürlich spielen. Und das sieht sehr, sehr gut aus, Leute. Das sieht gut aus. Okay. Fuck. Das war gut. Bam. Nein! Ah, komm schon, Alter. Fucking TT. Wie heißt der? Torwald. Alter, Torwald gegen Behemoth ist einfach Killer. Und ich habe echt viel geredet. Ich wollte eigentlich nur am Anfang kurz was drüber sagen, weil ich nicht die ganze Folge drüber machen wollte. Und ich wollte auch kein extra Video machen, weil ich wollte immer noch Evolve Gameplay zeigen und Evolve zocken. Aber ich lerne geworden. Das ärgert mich jetzt. Das ärgert mich.
Das ärgert mich jetzt. War eine kurze Runde, aber in Wolf Stage 2 sind die alle so kurz. Tja, aber das haben wir bekommen. Was ist das für ein hässliches Emblem? Okay. Also Leute, ich werde auf jeden Fall in der nächsten Folge nochmal mit Behemoth rangehen. Es wird eine Revanche geben. Weil das, ne, so einfach lasse ich mich jetzt ja auch nicht von den kaltmachen Jägern. Aber wie gesagt, das wollte ich einfach mal ansprechen. Weil es erstens einfach super nett vom Entwickler war. Weil es auch wichtig ist für die deutsche Spielindustrie, finde ich, solche Talente eben zu fördern. Und das könnt ihr eben dadurch machen. Und keine Ahnung, also wie gesagt, wenn ihr es nicht machen wollt, ist völlig okay. Aber ich habe es auch gemacht und es ist wirklich eine kleine Sache. Und es ist ein kleiner Schritt für euch und ein großer Schritt für... Ich höre auf, Leute. Ich freue mich ganz herzlich fürs Einschalten. Haut rein. Das ist eine kleine Ausnahme-Special-Folge. Einfach ein wichtiges Thema, das mir am Herzen lag. Und wir sehen uns morgen bei einem neuen Video. Der Link unten in der Beschreibung. Kurz den Like da lassen für Darkness Anomaly, ein Horrorspiel, das wir auf jeden Fall auf diesem Kanal zocken werden. Und spätestens dann könnt ihr entweder sehen, ob es sich gelohnt hat oder nicht. Haut rein, Leute. Bis dahin und ciao.